Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 6. Oktober. Und ich grüße Sie zur Beschau des heutigen Forex-Marktes. Wir sind gestern nicht online gegangen, das wollen wir heute gleich in doppelter Form nachholen, insofern, dass wir uns das interessanteste Währungspaar schlechthin anschauen, nämlich hier speziell den Euro gegenüber dem US-Dollar, der unverändert sehr interessant scheint. Gerade vor dem Hintergrund, wenn wir uns das Verhalten auf Tagesbasis anschauen, hier baut sich mehr oder weniger immer mehr Spannung auf, die sich sicherlich alsbald früher oder später entladen dürfte. Fangen wir ganz kurz im großen Bild an. Wochenchart, hier ist nach wie vor wenig passiert an der Front. Wir sind immer noch mehr oder weniger in einer großen Seitwärtsrange, die sich hier unterhalb oder besser gesagt überhalb von 1,082 und dann unterhalb von rund 1,14 definieren lässt. Im kleineren Wochenchartintervall sehen wir hier, beginnend hier mit dem Move von Mitte August, dass wir hier eine kleinere Range noch sehen, aber im großen Bild hat sich hier nichts Wesentliches getan. Es gilt nach wie vor auf die Marke von 1,10, 1,1035 auf der Unterseite zu achten und speziell oben hier die Marke von 1,14, 1,1455. Erst ein signifikanter Wochenschluss über Schrägstrich unter einer dieser Marken dürfte hier dann signifikantes Folgepotenzial entfalten. Wir haben jetzt hier auf dem Tageschart, aber wenn wir uns in das kleinere Fenster begeben, die Marke von 1,1155, auf diese verwiesen wir schon mehrfach und das ist genau eine Zone, die sich hier sogar seit dem Sommer Preisspitzen hier vom Juli, auch hier zurück nochmal in den Juni, immer wieder als lokale Zone herausstellte, an denen hier Positionen gedreht, Schrägstrich aufgebaut wurden. Und wir hatten unlängst hier im September direkt zweimal einen Test dieser Zone und hier mit Beginn des Oktobers erneut. Jetzt sehen wir aktuell heute hier, und das war die jüngste Einschätzung vom Euro-US-Dollar, dass wir diese Zone verteidigen können unter Umständen. Heute sehen wir hier jetzt einen bullischen Tag, einen Tag, der zumindest bislang sehr optimistisch wirkt. Die Chancen, dass Euro-US-Dollar hier durchaus weiter anzieht, können durchaus als wahrscheinlich angesehen werden. Denn wie kann es anders sein? Ich zeige es Ihnen heute mal. Haben wir hier ein sehr, sehr bullisches Pattern nach der FTSE-Vektorlogik. Hier knapp in 75% der Fälle wurde mit stolzen 368 Wiederholungen hier während der letzten 16 Jahre rund eine Performance von 0,96, Entschuldigung, rund 1% erzeugt. Und das heißt also, hier haben wir von der statistischen Seite einen sehr, sehr positiven Bias. Ob es so kommt, das muss man wirklich erstmal abwarten. Aber zumindest charttechnisch und statistisch gibt es hier ein Stück weit Rückenwind, was hier zunächst eben eine Performance zulässt, die zunächst erstmal diese Trendlinie, und die hatten wir auch hier am Freitag zu den Non-Farm-Payrolls und auch erst gestern getestet. Hier, die lässt sich herleiten aus dem August-Hoch. Diese Trendlinie schräger Natur, gerade für alle Fans von Trendlinien charttechnischer Strukturen, dürfte auch heute wieder interessant werden. Das verspricht zunächst einen Anlauf hier in Richtung 1,1270 etwa. Genau in diesem Bereich läuft die Trendlinie und wer, wenn Euro-US-Dollar hier rausziehen sollte, gerade vor dem Hintergrund der positiven FTSE-Vektorlogik, dann würde sich rein technisch hier Potenzial bis in den Bereich, rein statistisch, wenn das rund 1% zulegen sollte, bis in den Bereich 1,1350 versprechen. Und das wäre schon eine exorbitant starke Bewegung. Denn wir haben heute vom Newsflow erst am Nachmittag ein Stück was zu erwarten, aber auch nichts so Fundamentales wie die Non-Farm-Payrolls. Also insofern muss man sich fragen, wo die Dynamik herkommt. Wenn der Markt aber Euro-US-Dollar kaufen will, dann tut das. Und wenn er hier oben rauszieht, dann verspricht sich eben hier mit Bestätigung dieser Unterstützung, Mehrfachbestätigung, die Möglichkeit, dass wir hier eine weitere Performance erzielen. Auf Tagesbasis, wie gesagt, 1,1270 interessant. Darüber hinaus, wenn es denn hier zu einem wirklichen Movement kommt, sehen wir auch hier im Bereich knapp unter 1,13, hier die Spitze von gestern, hier die Spitze vom 24.09. und hier die Non-Farm-Payroll-Spitze. Hier haben wir ein kleines Widerstandslevel, das schauen wir uns auch mal im Stundenchart kurz an. Da ist es, 1,1290, ganz signifikantes Level auf Stundenbasis, um zu sagen, da könnten wir jetzt erstmal kurzfristig hinlaufen. Wenn Euro-US-Dollar dort ist, gilt es, die Situation nochmal zu bewerten. Doch muss er natürlich erstmal bis dorthin kommen. Die statistischen Chancen, auch anhand der Trendlinie, sind ja auf jeden Fall gegeben. Wichtig jetzt hier im Vorfeld noch das Pivot-Level und das können wir uns jetzt auch mal hier anschauen. Wir haben hier im MetaTrader-Chart in der 15-Minuten-Integration hier schon eine kleine Breakout-Order aus der Asia-Session gestartet. Die Idee ist die, dass wenn es hier gelingt, den heutigen Pivot-Point zu überwinden, die Position zu vergrößern vor dem Hintergrund, dass dann hier
ja, mit dem neuen Movement, mit dem möglich sich aufbauenden Movement hier weiteres Potenzial entfaltet. Von der Average True Range haben wir Potenzial bis 1,1263, würde 91 Pip Tagesrange entsprechen. Hier haben wir auch das Vortageshoch, hier knapp 1,1290. Das ist die wichtige Unterstützungszone, die auch im Stundenchart schon lokalisieren konnten. Und genau hier wird es eben spannend. Faktisch, und das ist gerade am Forex-Markt wichtig, das Pivot-Level sollten wir überwinden. Wenn das nicht gelingt, dann muss man natürlich ganz klar sagen, ist auch ein Rückfall in Richtung Vortagestief nicht auszuschließen. Achten Sie hierbei auch auf den DAX. Gerade die negative Korrelation ist ja offensichtlich. Soll heißen, wenn der DAX weiter im Rückwärtsmodus ist, ist das begünstigend für eine Euro-US-Dollar-Aufwertung. Genau das Umgekehrte ist der Fall, falls der DAX jetzt wieder anzieht. Das immer mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten jetzt hier, wenn wir den Pivot Point auch noch heute intraday nachhaltig überwinden könnten, würde sich hier zum Beispiel der Aufbau einer zweiten Position empfehlen im Sinne einer Pyramidisierung. Erste Position wird auf einen Stand abgesichert und dann praktisch mit dem risikolosen Trade an einer möglichen Aufwärtsbewegung weiter performt. Und die neue Position, die sich hier beispielsweise oberhalb von 1,1220 anbieten würde, könnte man dann praktisch im Sinne einer positiven Pyramide ausspielen, um hier einerseits den Test der Trendlinie bei rund 1,1270, da haben wir auch die Average True Range 1,1263 auszuspielen, gegebenenfalls sogar ein höheres Movement, was hier einen Anlauf bis zum Widerstandslevel hier dann eben um 1,1290 veranschaulichen würde. Die Situation auf jeden Fall sehr interessant. Wichtig, dass wir eben nicht signifikant neue Tagestiefs machen. Das wäre schlecht. Schauen wir uns das nochmal kurz im Stundenchart, 15-Minuten-Chart an. Hier gestern Nachmittag wurden hier diese Niveaus markiert. Wir haben heute in der Asia-Session auch dieses Level verteidigt. Und ja, wenn wir jetzt hier unter dem Pivot-Level bleiben und wieder abdrehen nach unten, dann könnte sich mit einem neuen Tagestief hier auf jeden Fall Rückschlagspotenzial in Richtung 1,1135 generieren. Und dann würde ergo die breite Unterstützungszone 1,1155, die wir anhand des Tagescharts identifiziert haben, würde dann hier sozusagen nochmal einen Test erfahren. Alles nicht auszuschließen, grundsätzlich aber wie gesagt auch aufgrund des neuen Tageshochs nur zwei Punkte weg von diesem öffnet sich durchaus weiteres kurzfristiges Intraday-Potenzial. Das wird gestützt durch die Fuzzy-Logik und eben einem Test dieser großen Abwärtstrendlinie hier im Bereich 1,1270. Also Chancen sind gegeben. Passen Sie mal auf, was der Euro-US-Dollar am Pivot-Level macht. Wenn wir uns hier drüber etablieren können, dann spricht nichts gegen weitere Gewinne. Stopp, wie gesagt, aggressiv hier aufgrund des 15-Minuten-Charts ein Stück weit enger. Ansonsten, wer es konservativer mag, sollte hier unterm Vortagestief seine Longs absichern. Wenn es hier drunter geht, gerade bei 15-Minuten-Close, dann sieht es eher so aus, dass wir eben hier Richtung Vorwochentief abdriften. Das muss man berücksichtigen, das muss man beachten. Ich hoffe, meine lieben Zuschauer, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten ein Stück weit was mitnehmen. Morgen schauen wir uns dann wieder das nächste Währungspaar an. Und wollen doch mal sehen, ob wir da Chancen identifizieren können. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.